Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Time at Portia. Und heute ist es soweit, heute brauen wir, nicht brauen, wir bauen, unsere Schneidemaschine, um Bretter zu schneiden. Jetzt brauchen wir nur noch diese zwei Kupferklingen und dann gehen wir hin und knüppeln. Oh, doch, ich hab's auch in der Leiste. Bauen das Ding ein, perfekt. Schon haben wir unsere einfache Schneidemaschine. Die setzen wir jetzt einfach mal hier vorne hin. Erstmal. Ja, komm. Bau sie hin. Und dann können wir nämlich Bretter fertigen. Ist das geil? Holzbretter. Brauche ich stinknormale 8 Holz für. 2 Energiesteine habe ich dabei. Die können wir schon mal reinhauen. Und Holz habe ich auch irgendwo. Oder? Das ist Hartholz. Oder? Habe ich kein Holz? Oder? Ich habe kein Holz dabei. Alles klar. Gut. Packen wir hier erstmal alles weg, was ich nicht brauche. Tischventilator. Damit ich ein bisschen Platz habe. Oh, dann holen wir uns mal ein bisschen Holz, würde ich sagen. Stehen die Bäume wieder? Ey, der Baum steht wieder, ne? Das ist cool. So. Haben wir 6 Holz rausbekommen? Nein, würde schon sagen. Jetzt schon nicht genug Platz im Inventar. Zwölf Holz, der ist zu groß. So. 2 Holz brauche ich auf jeden Fall noch. Zack, alles klar. Und dann können wir daher mal gucken, was brauchen wir jetzt eigentlich alles für unsere Brücke. Weil das ist ja auch eine Sache, die wir mal angehen müssen, um in den neuen Bereich zu kommen. Marmordielen, das ist cool. 7 Stunden 30. Für 5 Holzbretter. Oh, ist das nervig. Gut. Steht das im Handbuch drin? Jo. Hölzerner Brückenkopf. Und hölzerner. Was? Ach, Brückenkörper und Brückenkopf. Okay, da brauchen wir Bronzebarren. 15 Stück? Boah, das ist knöbelig. Das ist ja viel, ey. Was muss ich machen? Ein Brückenkörper und 2 Brückenköpfe brauchen wir. Alles klar. Das heißt, da brauchen wir eigentlich ganz viel Kupfererz, was wir zu Kupferbarren machen. Und dann brauchen wir Hartholz. Könnt ihr hier schon mal das Kupfer... erstmal verarbeiten. Hier brauchen wir Benzin. Damit wir hier weiterarbeiten können. Das heißt, wir brauchen auch wieder Holz irgendwo. Ja. Vor allem, ich brauche auch Holz, um endlich mal wieder ein paar Kisten zu bauen. Das mache ich jetzt mal. Bei mir geht so langsam der Platz aus. Danke. Hey Emily, hast du gesehen, wie ich diesen Baum gefällt habe? Wie geht's dir, Mäuschen, ne? Heiteres Bauernmilch, Sophies Enkelin. Hey, ich bin Emily, deine Nachbarin. Es ist so toll, neue Leute in der Stadt zu haben. Besuche mich mal auf meinem Hof. Ja, mache ich gerne.
weiß auch nicht, wie das jetzt so in Wirklichkeit ist. Wie cool das dort stattfindet, wenn ich jetzt direkt vor dem Stadttor hingehe und Bäume fälle. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leute das nicht so cool finden. Oder? Er ist aber auch ein Biest, ne? Knallt hier auch alles weg mit seiner Axt. So. Ich hab nicht genug Platz im Inventar, das ist nervig. Aber ich brauche ja auch nur das Holz momentan. So. Würde schon sagen, wer schleicht da vor meinem Haus rum? Nein, das ist die Uhr. Fertig! Ich hätte ganz gerne ein paar Kisten. Holzkiste. Danke sehr. So. Jetzt lass mich doch mal überlegen. Stell ich die alle hier hin? Ist ein bisschen nervig. So. Drei. Nee, da will ich die jetzt nicht haben. Nimm bitte diese Kiste auf. Ich kann Farben ändern. Wie geil ist das denn? Das ist ja cool, ey. Das heißt, ich kann die einfach blau machen. Und dann weiß ich auch, was drin ist. Alter, das ist super geil. Das ist der super mega geile Scheiß. Dadurch kann ich einfach, wenn ich sage, okay, ich will eine Kiste haben, wo ich Holz drin habe, lasse ich die braun. Wenn ich eine Kiste habe, wo ich Kupfer drin habe, mache ich die orange. Das finde ich super. So, bevor wir weitergehen, beziehungsweise weitermachen. Ich habe doch eh die Taschen voll, oder? Natürlich habe ich die Taschen voll. Aber ich kann doch mal hier... Ja! Ja, aber wie? Wie geht denn das? Wie kann ich mir denn diese... Ach da. Woo! Cool. Also, wir haben gerade mal 400... Also alles Geld, was ich habe, ausgegeben. Um mir eine dritte Inventarreihe frei zu machen. Ey, das brauche ich auch unbedingt. Das ist echt wichtig. Gerade wenn man jetzt unterwegs ist in Dungeon oder so. Ihr habt es ja gemerkt, letzte Folge. Ich hatte noch Ausdauer, ich hatte aber keinen Platz mehr im Inventar. Und das ist dann extrem nervig. Wie sieht es hier heute eigentlich aus mit den Marktpreisen? 93%, das heißt ein guter Tag, um einzukaufen. Allerdings... Ja, guck mal hier, die Kiste kostet mich 45, ne? Da habe ich mit 20 Holz aber auch selbst gebaut. Maximale Gesundheit plus 15. Mit Bücherregal. Verteidigung plus 7, wenn ich einen Tiltisch aufstelle. Also manche... Wäschekorb bringt mir maximale Ausdauer plus 1. Also manche Dinge ergeben keinen Sinn. Kleine Motor bringt was, ne? Ah, guck mal! Kann ich das Ding lesen? Dieses Buch? Ja, okay. Nice! Schon wieder Platz mehr frei im Inventar. Was hat er hier Geiles? Ah, das Ding brauche ich nochmal irgendwann. Damit ich mir die bessere Spitzhacke bauen kann. Ey Mars, was geht? Es ist mein größtes Glück, meine drei Töchter aufwachsen zu sehen. Ja, okay, das verstehe ich.
verstehe nicht, warum die... Warte mal, sind deine Töchter Molly, Dolly und Polly? Die drei Hohlbratzen, die ich da kennengelernt habe? Wer bist du denn? Alice, hallo. Der Hipsterbrille. Ich suche immer nach neuen Büchern, falls du irgendwelche Empfehlungen hättest. Ne, ich habe keine Bücher dabei, tut mir leid. Tschüss. Ich kann mal nebenbei mal hier in die Handelsgilde gehen und mal gucken, ob es da einen neuen Auftrag gibt für mich. Hallo! Inspektion? Aha, cool, muss ich mal machen. Da hingen aber einige Aufträge. Ich brauche 7 Holzbretter. Bitte hilf mir, diesen Auftrag zu erfüllen. Danke. Zeitlimit des Auftrags: 5 Tage. Ich brauche 2 kleine Stühle. Boah, Alter, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich brauche 4 Holzkisten. Mache ich. Den mache ich. Weil 4 Holzkisten ist ja easy. Kann ich eigentlich die 4 nehmen, die ich da zu liegen habe. Und die fix hochbringen. Ja, mach ich auch. Weil dann habe ich den Auftrag heute schon weg. Die Zeit habe ich noch. Oder? Doch, die Zeit habe ich noch. Nehmen im Inventar, nehmen im Inventar, nehmen im Inventar. Muss ich nur gucken, wo muss ich hin? Ich krieg da auch 1000 Erfahrungspunkte für. Ah, ich könnte auch so rumlaufen. Ah ja. So, run, Alter, run! Vorbei den scheiß Lamas, gibt 1000 Erfahrungspunkte. Remington, verpiss dich hier. Hey Phyllis, na, geht denn? Hier, ich hab 4 Kisten für dich. Ziemlich gut verarbeitet. Wenn es dir jemals schlecht geht, dann komm in unsere Klinik zur Untersuchung. Das ist aber nett von dir. Ich dachte, 1000 Erfahrungspunkte kriege ich. Und nicht 40. Na gut. Kann ich auch mitleben. Immerhin gibst du ein bisschen Geld. Und gute Beziehungen zu Phyllis. Aber mal gucken. Ich habe auch wieder 3 Links, ne? Phyllis taucht aber noch nicht auf unserer ersten Seite auf. Da ist sie. Steht da? Oh Gott, da steht sowas von den Vorlieben, ne? Okay, weiß ich aber noch nicht zu. Pauli ist 1,90 groß und mit 105 Kilo. Das sind Dinge, die ich unbedingt wissen muss. So, wir können ja gleich nochmal... Ah, fuck! Ich glaube, die Bretter... Das wird ja wahrscheinlich schon zu spät sein für, oder? Naja, mal schauen, ob die noch irgendwo abhängen jetzt. Hallo, nimm doch mal. So. Abliefern. Aber wo denn? Wo ist denn Lurch?
Das ist die Brückeninsel. Ist der Typ überhaupt da? Wer will den Shit haben? Bringen Sie zum vorgesehenen Bereich. Holzbretter liefern, aber wohin? Ach, da oben! Alles klar, zur Baumschule. Da war ich auch noch nicht. Muss ich ja mal schauen, ob die noch offen hat, oder? Yeah! Oh, danke, danke! Die Baumschule wird nun wieder offen sein. Komm, Adit, an die Arbeit. Geil, 500 Erfahrungspunkte, das ist cool. 150 Golds? Also, die Quest, die lohnt sich definitiv. Was kann ich hier machen? Kann ich hier Bäume fällen? Achso, okay. Ja, aber das war doch mal eine schöne Aktion. Wie viel Knete haben wir jetzt gerade? 347. Geil. Jo, aber ich würde sagen, viel mehr können wir, glaube ich, heute nicht machen. Deswegen machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Leute. Wenn ja, lasst mir wie immer ein Like oder Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge My Time at Portia.